Grüßt euch. Ja, diesmal geht es um ein Unboxing von einem Full HD Beamer von Bankyo. Und bin sehr gespannt. Vor allen Dingen auch tolle Features. Dass er auch eine große Bildschirmleinwand unterstützt, sondern dass er auch viele Medien unterstützt. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze, was hier drin ist. Gerade so ein bisschen schwierig, das jetzt alles perfekt zu zeigen, aber ich hole das jetzt einfach mal Step by Step raus und dann zeige ich euch das. Gut, also noch so machen wir das auch. So. Also hier haben wir wahrscheinlich erstmal das Zubehörkabel. Genau, hier ist die Fernbedienung. Ich sehe nicht, wie die meisten, die manchmal aus, das ist nicht drin. Batteriekabel, Stromkabel, ja, und das, weiß gar nicht, wie das heißt, glaube ich, das VGA-Kabel. So, was haben wir denn hier? Cool, hier haben wir so ein Reinigungsset. Hier haben wir auch mal nochmal Befestigungsset. So, was haben wir hier? User Guides, Quick Start. Schauen wir erstmal Quick Start an. Ich finde das eigentlich immer ganz gut. Quick Start Guide, dass man einfach mal schaut, wie muss man dann vorgehen, wenn man es jetzt eilig hat und einfach mal schnell loslegen möchte. Ja, und so muss man loslegen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist auch nochmal, wie man das ganze Gerät reinigt. Ja. Auch wenn man Support, das ist Support, ist auch in Deutsch. Ihr sehen könnt. So, jetzt haben wir hier das Handbuch, das ist natürlich also ein bisschen, ne? Das haben wir auch in Deutsch, finde ich auch toll. Tolle Sache. So, hier haben wir es in Deutsch. Ich zeige euch auch mal, dass ihr echt mal sehen könnt. Wie es aussieht. Ja, hat schon viele Eingänge, das ist schon mal super. Hat auch zwei HDMI-Eingänge. Schon cool, ne? Also hat schon viele Möglichkeiten. Ja, ist auch schön erklärt, muss man sagen, ja. Mein ordentliches Handbuch hier. Auch für Android, ne? So, iOS und Android. Haben hier auf jeden Fall auch eine gute Unterstützung. Gut, hier haben wir auch nochmal die Abstandsgröße, ne? Ja, cool. Gut, so, jetzt habe ich euch mal das Handbuch gezeigt. Das Zubehör. Und gehen wir zum letzten Mal. Zum Beamer selbst. So. Ja, das Coole ist, dass sogar auch hier eine Tasche, also wenn man jetzt mal öfters mit dem Beamer unterwegs ist, das ist natürlich eine schicke Sache. Generell, wenn man den Beamer verstauen möchte. Also für diejenigen, die ihn jetzt nicht fest im Wohnzimmer verbauen möchten oder im Arbeitszimmer. Das Gute ist, er wird auch gleichzeitig auch sehr sicher geliefert. Die Tasche ist gut gepolstert. Macht einen guten Eindruck.
Falle. Ja, die haben ja den Beamer. Natürlich schon ein großer Beamer. Ne? Also ich kenne die Beamer, die sind etwa so in der Größe hier. Also man kann schon sehen, dass es hier ein großer Unterschied ist. So, muss echt sagen, sieht wirklich gut aus, macht einen sehr guten Eindruck. Und nochmal hier eine Filterung, ist auch super. Und jetzt haben wir hier vorne auch nochmal, also sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Schaut euch das mal an, Leute. Die Linse sieht 1A aus. Toll. Also das, wow. Ich bin sehr gespannt, wie die Bildqualität ist. Ich muss sagen, sieht wirklich klasse aus. Hier ist auch die Möglichkeit, das Ganze halt in der Decke zu befestigen. Ne? 4 Stück, also oben und unten. Und dass ihr das mal sehen könnt, der Beamer ist einfach gewaltig. So, hier ist nochmal eine Spezifikation. Kommt schon, iPhone, macht mal scharf. So. Genau. Gut, zeige ich nochmal so die Seiten. Hier ist er auch nochmal. Was haben wir hier? Genau. Muss ich mal im Handbuch schauen, was das genau ist. Wenn das hier irgendwie aufzuschicken scheint, hätte mich interessiert. So. Hier haben wir noch für eine SD-Karte und die 2 HDMI-Eingänge. Ich muss sagen, wow, der macht einen wirklich guten Eindruck. So gesehen sieht er wirklich sehr gut aus. Kann so sagen, klasse. Da kann man jetzt gespannt sein, wie die Bildqualität hier ist. Aber ich kann euch sagen, ich habe schon Beamer gehabt, die halb so groß waren. Die haben schon eine relativ gute Bildqualität gehabt. Also ich bin sehr gespannt. Schön ist auch, dass man hier oben auch nochmal eine extra Konfiguration, eine extra Einstellungsmöglichkeit hat. Hier oben kann es euch auch nochmal gerne zeigen. Genau hier, dass man das auch nochmal hier einstellen kann, ist auch sehr wichtig. Ja, nee, toll. Bin sehr gespannt und zeige ich dann natürlich auch die Fotos von dem, wie das Ganze auf der Wand aussieht. So, grüßt euch. Ich wollte euch jetzt mit diesem Beamer hier zeigen, wie die Qualität ist, also wie die Bildqualität ist von diesem Beamer. Dass man vielleicht hier irgendwo einen Trailer gar nicht findet. Aber komm mal eigentlich. Picard aboard the Starfleet Vessel Enterprise. Please do us the honor of visiting our vessel. Wir sind in die Zukunft gereist. 930 Jahre. Eine Reise ohne Wiederkehr. Spricht Will Robinson von der 24. Koloniegruppe. Ich mache diese Aufnahme, weil wir wahrscheinlich die allerersten Menschen sind, die ein Raumschiff in ein Segelboot umbauen. Richten wir den Anker. Also man sieht, die Qualität ist nicht schlecht, ist echt gut. Hier ist ein Geschenk für dich. So, Titanic haben wir auch. Es ist über 84 Jahre her. Man sieht mal, je besser der Film ist, desto besser ist Qualität. Hier sieht man natürlich, dass der Vorschau schlecht ist, aber die Vorschau schlecht ist, aber hier zum Beispiel bei Lost in Space. Ich bin Will Robinson von der 24. Koloniegruppe. Sieht man die Qualität halt richtig. Ne? Hier sieht man, dass die Qualität echt passt. Raumschiff in ein Segelboot umbauen. Richten wir den Anker. Ja, coole Sache jedenfalls. Also, das geht soweit. Startseite. Wasserfall? Und ich hab gleich Kämpfe noch mit dem Ding, also hier unten. Können wir nicht einmal irgendwo hinkommen ohne einen Crash? Ah!
hatte ich nicht gerade eben beenden, Flick beenden gemacht? Bewegung! Anschnallen! Ja gut, auf jeden Fall. Die Beamer macht eine gute Qualität, gefällt mir. Wollte euch einfach mal zeigen, wie die Bildqualität bzw. die Videoqualität aussieht und den Sound habt ihr auch gleich gehört. Und hier könnt ihr die Beamer jetzt quasi vom Geräuschpegel auch mal wahrnehmen. Also es ist wirklich eine angenehme Lautstärke, wie man sie von den meisten Beamern kennt. Und die Bildqualität ist wirklich sehr gut. Ich bin echt zufrieden. Vor allen Dingen kann man das Bild auch hier nochmal schön kippen. Ist auch schön. Also entsprechend nochmal so ein bisschen an die Wand anpassen. Ich muss echt sagen, also ich habe das ja hier auf eine ganz stinknormale Wand projiziert. Das ist die Qualität schon super. Toll. Gut, soviel dazu. Jetzt habt ihr den Beamer auch mal von der Sparte aus gesehen.